Und beim ersten Advent, werden ja die Lichterketten draußen auch schon drapiert. Ja. Denn jetzt geht es an eine Lichterkette, Natascha. Eine innovative Lichterkette, liebe Katja. Nicht irgendeine, du sagtest es schon, sondern das ist wirklich was ganz Besonderes. Übrigens, erfunden hat diese Lichterkette Stefan Arnold aus Burgwald, der im normalen Leben, könnte man sagen, Elektroinstallateur ist. Und dann natürlich viel, viel Erfahrung auch mit Lichterketten. Schrecklich, jetzt kommt die Zeit wieder, wo man die rausgrüttelt. So. Und dann sich den ganzen Tag mal hin, einen halben Nachmittag hinhockt und sagt, dieses Ding wieder auseinander. Richtig, ja? Das kennen wir doch alle hier, ja? Das sind so die Horrorszenarien, die wir alle zu Hause haben. Die Zeiten, Natascha, die sind jetzt vorbei. Sehr gut. Die jetzt sind vorbei. Innovativ geht es hier weiter. Richtig, denn jetzt haben wir eine Lichterkette, die besteht aus 30 Kerzen. Mhm. Relativ schön. Große Kerzen, üppige Kerzen, so. Jede Kerze ist, könnte man sagen, separat verkabelt. Das heißt, wenn sie, richtig, ganz genau, und zwar links und rechts von jeder Kerze ist ein solcher Stecker. Der kann ganz leicht gelöst werden. Somit, genau, das können wir vielleicht mal machen. Das drehen wir mal auf. So, diesen Stecker, den können Sie lösen. Und somit können Sie, jetzt haben wir natürlich beide Seiten gelöst, ist ganz klar, Kerze ist ausgegangen, aber wir haben diese Flexibilität, dass Sie diese einzelne Kerze an Ihren Baum klemmen können und erst nachdem Sie alle Kerzen verteilt haben, kann ich diese mit dem Stecker miteinander verbinden. Das heißt, ich habe dieses Gewirr nicht mehr. Und nicht diese Vorgabe, so muss es sein, weil anders geht es nicht, sondern ich kann auf meinem Baum individuell einstellen, wie viele Kerzen ich verteilen will. Ich muss nicht alle 30 benutzen. Genau. Auch ein kleiner Baum oder vielleicht zwei Bäume verteilen das Ganze. Ich kann gestalten, also ich kann designen meinen Baum und stecke sie dann zusammen, wie ich den Strom einfach brauche. Richtig, ganz genau. Denn wenn Sie auch jetzt weniger Kerzen als die 30, Sie bekommen insgesamt 30 Kerzen sind im Lieferumfang dabei. Aber du sagtest schon, wenn man ein kleines Bäumchen hat und braucht keine 30 Kerzen, dann mache ich halt nur 20 Kerzen drauf. Denn Sie sehen, diese Kerze, die wir jetzt gerade gezeigt haben, die hier schon wieder brennt, die ist nur an einer Seite fixiert. Die andere haben wir jetzt mal noch nicht angeschlossen. Somit kann ich auch sagen, dass natürlich alles, was nach dieser Kerze kommt, die anderen Kerzen sind da nicht an. Mhm. Also somit kann ich wirklich individuell gestalten. Ich kann also sagen, ich nehme alle 30 Kerzen, drapiere die erst, also klipse die einfach an. Mit diesen Klemmen, das sind ganz robuste Klemmen die übrigens. Die Kerzen an sich auch so schön vom Bild her, sehen mal anders. Gut aus, gell? Die sind so ein bisschen, bisschen kräftiger, die sind in einer Kerze noch ähnlicher, als man es normalerweise kennt, weil sie mehr ausgezeichnet sind von der Flamme alleine schon. Die einzelnen Kerzen klemmen Sie an. Und dann haben Sie natürlich Ihre Kabel, die Sie miteinander verbinden können. Wie Sie das verbinden, das geht ganz einfach. Einfach das Gegenstück dann von der nächsten Kerze nehmen, einfach das ineinander stecken und dann wieder verschrauben. Also es ist ganz, ganz einfach gelöst, einfach super, super durchdacht und somit natürlich eine absolute Innovation. Also ich muss es nochmal jetzt rausholen. Ja, aber gerne. Das kennt jeder. Und da kannst du auch nichts gegen machen. Es passiert jedes Jahr wieder. Man nimmt sich dann vor, nächstes Jahr tue ich es besser zusammen, dass es wieder geht. Aber immer wieder hast du dieses Gewirr. Ja, vor allen Dingen, weißt du, wenn die so aneinander stoßen die ganze Zeit, dann hast du auch die Problematik, dass die Kerzen dann mal irgendwann kaputt sind. Dann ist eine Kerze kaputt. Und das war's dann. Du, vor allen Dingen, dann darfst du die einzeln, die kannst du ja dann rausnehmen. Mhm. Das gibt es ja mittlerweile. Mhm. Bis du das gefunden hast, kaufst du schon eine neue Lichterkette. Ja. Du, und die Dinger, die kosten nämlich auch 15 Euro, mal davon abgesehen. Ja? Also, ganz klar. Wenn du da ein bisschen was qualitativ hochwertig haben willst. Also das heißt, wir haben was nicht nur qualitativ hochwertiges, sondern auch noch ganz innovatives. Und das finde ich jetzt wieder schön, dass ein Mann sich daran gemacht hat, irgendwie sowas zu erfinden für uns. Also eine absolute Innovation. Die einzelnen Lämpchen, 30 Stück an der Zahl, die klemmen Sie einfach an Ihren Baum, so wie Sie möchten und können Sie im Nachhinein erst dann miteinander verbinden mit diesen Steckern. Also immer jede Kerze ist mit den Steckern miteinander verbunden und somit haben Sie die Möglichkeit, einfach ganz in Ruhe, entspannt Ihren Baum zu schmücken. Egal, ob drinnen oder draußen. Hier sehen Sie das ganze Set. Gucken Sie sich nochmal das Design an, was ich auch sehr schön finde. Nicht so ein filigranes, ganz kleines Mini-Witzelwitzi, sondern definitiv hier nochmal schöne, große, dicke Kerzen. Ja. Die Flamme toll nachgemacht und preislich gesehen, also finde ich für eine so eine Innovation, hammerkleiner Preis. Weil die bleibt ja für die nächsten Jahre. Weißt du, wie es mit dem Austauschen der Lämpchen aussieht? Ist mit Sicherheit ein Ersatzbändchen dabei. Und natürlich nur 29,99 ist hier der Preis.